Der letzte Tag beim 27. Deutschen Logistikkongress und was die BVL in diesem Oktober geschafft hat, ist ja eigentlich der Wahnsinn. Das 10.000. Mitglied konnte jetzt gewonnen werden. Insofern wächst und gedeiht die Bundesvereinigung Logistik immer weiter. Heute am letzten Tag freuen wir uns natürlich über weitere interessante Fachvorträge und es geht heute bei uns im Speziellen um die humanitäre Logistik. Ein sehr neues Feld in der Logistik, was aber eine überaus wichtige Bedeutung hat und dazu hören wir jetzt einige Experten. Wir kümmern uns um die Ärmsten der Armen. Das sind 100 Millionen, 101, wenn wir unseren Corporate-Jahresbericht uns angucken. Und das schaffen wir mit etwa 5 Millionen Tonnen Nahrungsmittel, die wir liefern. Wobei liegt da die ganz besondere logistische Herausforderung? Es liegt nicht so sehr in der Verschiffung oder in Airtransport. Es liegt wirklich das, was wir unter der letzten Meile immer beschreiben. Die letzte Meile kann natürlich auch 100 Kilometer sein oder 1000 Kilometer. Wenn Sie von Karachi kommen über den Khyber-Pass und wollen nach Mazar-i-Sharif dann sprechen oder nach Kabul, dann ist die letzte Meile auch das. Und dann in die weiteren Gebiete, wo auch die Sicherheit dann problematisch wird oder Governance problematisch wird und sie möglicherweise mit ganz normalen Serviceleistungen gar nicht mehr arbeiten können. Wie die humanitäre Logistik in 10 Jahren aussehen soll, eine reibungslose Supply Chain, in der es nicht diese Bottlenecks und nicht diese Stillstände gibt, die wir derzeit noch verzeichnen können. Es sind bislang immer noch kleine Ansätze, an denen wir tätig sind, aber die gesamte Supply Chain vom Rohstofflieferanten bis zu den hilfebedürftigen Menschen, die läuft noch nicht reibungslos. Und wo hakt es denn da am meisten? Immer noch die Last Mile. Da hapert es am meisten, aber auch an anderen Stellen in der Zusammenarbeit zwischen Hilfsorganisationen und kommerzieller Logistik. Auch da ist es noch eine unterschiedliche Sprache, in der man teilweise spricht oder in der Güter nicht zollabgefertigt liegen bleiben über Wochen, über Monate. Das darf nicht sein. Also es ist die letzte Meile, ist der Hauptansatzpunkt, aber es sind auch andere Stellen in der Supply Chain. Wir haben einen riesen Wissenspool von 10.000 intellektuell hochgeladenen Logistikern, die alle unterschiedliche Felder betreuen und dieses Wissen zu transferieren, anzupassen und einzubringen für Hilfsorganisationen, vor allem aber für die Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern, da wo die Not herrscht, das ist der Ansatz und damit sind wir jetzt gestartet, höchste Zeit. Ja, und wir wagen jetzt einen sehr großen Schritt. Wir gehen rüber von der humanitären Logistik zum Vortrag von Per Steinbrück, der hier als Ehrengast auch noch sprechen wird. Kein anderes Land in der Eurozone in Europa hat ein so massives Interesse an einem stabilen Euro wie die Bundesrepublik Deutschland. Wer, wenn nicht Ihre Branche, müsste das eigentlich am besten wissen, wenn Sie alleine die ökonomischen, die monetären Vorteile nehmen dieser gemeinsamen Währung, angesichts der Tatsache, dass 50% des deutschen Exports in diese gemeinsame Währungszone gehen. Und daran ist Ihre Branche mit allen Dienstleistungsangeboten und mit aller Hardware, die Sie zu liefern haben, beteiligt. 50%. Wenn dieser Euro gesprengt würde oder wenn es eine Renationalisierung der Währungen wieder gäbe, in den Gulden, in die Pesete, in die Lira, in den Drachmen, dann würde diese europäische Integration um 15 bis 20 Jahre zurückgeworfen werden. Die Entwicklung, die es gegeben hat und die, glaube ich, für Ihre Branche auch nicht ganz unwichtig ist, läuft darauf hinaus, dass alleine im finanziellen Bereich die Amerikaner vor dem Hintergrund eines enormen Leistungsbilanzdefizites, eines enormen Staatsdefizites und einer enormen Verschuldung des öffentlichen Sektors zwingend darauf angewiesen sind, dass irgendjemand ihren Defizite deckt. Ja, und hier wird das große Abschlussfoto noch geknipst vom 27. Deutschen Logistikkongress. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier beteiligt waren, haben sich aufgestellt. Aber wer darf offiziell Tschüss sagen zum Schluss? Das ist natürlich der Vorstandsvorsitzende der BVL, Professor Dr. Raimund Klinkner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 27. Deutsche Logistikkongress ist beendet.